So Leute, was geht? Ich bin's wieder, DJ Rick von NN Entertainment. Und heute wollen wir halt mal meinen Case modifizieren. Und zwar will ich so ein paar einen Stromanschluss extern anbauen. XLR-Anschlüsse hinten einbauen und den Aufbau und Abbau beschleunigen. Ein paar mehrere bestellt. Was ist Kleinkram, ne? Ich plane jetzt erstmal, wo genau ich hier unten den Anschluss hinlegen will, wo der Stromanschluss hingehen soll. Ich habe dazu mal ein Brett mitgebracht. Das sind 24 mm Holzspaten, bla bla bla, wie man das Ding auch nennt. Ich habe das Gefühl nämlich, dass der hier zu groß ist. Und deswegen habe ich den schon mal vorgebohrt und wollte den mal jetzt testen. Ob ich jetzt mir gedacht habe, ist er tatsächlich zu groß. Wie man hier sieht, passt nicht ganz rein. Und ja, dann sehen wir uns jetzt im Timelapse. Two stars align in outer space. I get lost in time, my thoughts erase. Take my hand with glowing eyes, lucid dreams, won't you come alive? Tja, wie ihr bestimmt mitbekommt, es ist ganz schwer zu gucken, wo ihr die Dinger hinstellt, weil die haben hier so einen kleinen Überhang. Ich hoffe, das sieht man hier, so einen ganz kleinen Überhang. Und ja, ich kann halt nicht genau messen, weil wenn ich das jetzt mal so zeige, überlappt es das immer und es geht immer hier so rüber ins Metall. Jetzt muss ich halt mehr oder weniger mit Augenmaß oder mit einem Geodreieck, was nicht mehr ein Geodreieck ist, das mal ausmessen. Like it's the end of the zum Teil, wo wir löten. Ich bin kein professioneller Elektroniker oder sonst was, deswegen, ja, sehen wir mal, wie es wird. Ich meine, ich habe schon geschafft, Sachen zu löten und sowas, aber, ne. So, jetzt nehme ich halt schon so weit. Ich habe jetzt die einzelnen Sachen gebracht, gelötet, gebohrt. Hier sind die Anschlüsse. Ist das fürs Mikrofon? Für den Monitorausgang habe ich sowas gelötet. Habe hier auch noch ein zweites. Was ich eventuell verwenden werde, um ein zweites einzuschließen, und zwar hier
Da ich es sowieso erstmal nicht brauche, lasse ich es erstmal so und werde nur das hier benutzen. Ja, und das sind die beiden Hauptlinks- und Rechtsanschlüsse. Das sind solche Anschlüsse. So. Und so. Nicht vergessen, immer solche Schrumpfschläuche zu benutzen, damit da nichts Metallisches oder sowas dazwischen kommt oder es einfach gut geschützt ist. Ich werde jetzt deiner Bohrmaschine hier die Sachen vorbohren. Nicht ganz rein, nur ein bisschen. Nummer 3 ist kalt und Nummer 4, aber das geht gerade nicht, weil ich habe das falsch in die Hand genommen. Nee. Doch, jetzt geht's. Nummer 1 ist Ground bzw. ja, ich wusste gar nicht, was auf Deutsch nennt, aber egal. So, passt. 2. Passt. Setup aufgebaut mit dem ganzen Case-Gemodde und ich will noch mal zeigen, dass es funktioniert. Ich habe das gerade an links oder rechts, wie man es halt sieht, gerade so eine. Also, ich habe es halt gerade angeschlossen an einen Anschluss und wir testen halt, ob es funktioniert. Und zum Schluss zeige ich euch noch mal, dass ich es auch wirklich angeschlossen habe. Hier ist das erste Lied. Ich habe jetzt einen Loop eingestellt, ich zeige euch das mal auch gerne. So. Wie ihr seht, ist da ein Loop eingestellt. Das Lied läuft hier. Lass mal kurz rumgehen. Ja, man sieht das nicht, ich habe noch eine Lampe. Zack. Wie man sieht, ist es hier an dem
ersten Ausgang angeschlossen. Ich muss jetzt ein bisschen rumtricksen, weil mein Monitor-Lautsprecher hier hat leider nur Klinkeanschluss und ja, Ausgänge XLR, ne? Aber ich habe ein bisschen rumgetrickst, und zwar habe ich hier noch so eine DI-Box von Behringer. Die habe ich dann hier angeschlossen. Hier ist das Input vom Mischpult und direkt raus wieder zum Monitor. Ist ein alter Monitor. Ja, Klinkeeingang ist okay. Passt also. Und jetzt probieren wir auch direkt mal den nächsten Kanal an. Aus, nicht an. Boah. So, wie ihr seht, Kanal 2. 1, 2. Alles perfekt. Und probieren wir mal wieder aus. Musik läuft noch. Musik läuft noch. Musik läuft noch. Machen wir mal lauter. Läuft einwandfrei. Läuft einwandfrei. So Leute, ich habe es ans Monitor Out angeschlossen, wie ihr seht. Ich hab leider das Mikrofon jetzt übersprungen, weil ich auch gerade kein Mikrofon zur Hand habe. Ich habe aber keinen Bock auszupacken, das ist halt ein kabelloses Mikrofon, das lohnt sich nicht. Ne? Musik läuft. Signal kommt. Und hier ist das Booth Out, also Monitor Out. Läuft. Hier ist nichts. Ja, das Master Out ist nichts. Booth Out. Funktioniert alles. Auf jeden Fall, wie ihr gesehen habt, das funktioniert alles. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, unten in die Kommentare. Was soll ich nochmal noch groß sagen? Like das Video und abonniert den Kanal. Ja, bis zum nächsten Mal. Trying to be patient, feel like I'm running out of time, or I just might lose my mind. So tired of waiting, I've been waiting for you all night long. Moving fast, I'm making.